Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem schönen Felderheldenprojekt hier auf der Deutschland zusammen mit Freezy und Tino. Ja, Freezy und ich sind auch ganz, ganz fleißig. Ich weiß gerade nicht, was Tino macht. Flügen! Okay, dann ist Tino auch gerade fleißig. Ich flüge. Ja, unseren Schafen geht's wieder gut. Möchte ich nur mal so angemerkt haben. Und ja, wir haben Geld ausgegeben. Nein. Viel Geld. Wir haben tatsächlich, seitdem Skadi wieder da ist, geschafft, das Konto leer zu kriegen. Und ich war nicht mit einem Cent am Konto dran. Und ich habe letzte Woche, als du nicht da warst, mit Freezy nicht einen Cent ausgegeben. Wir haben, oder? Haben wir irgendwas gekauft? Nee, ne? Wir haben nur Geld eingenommen letzte Woche. Aber ich glaube, Freezy, kannst du die Zeit ein bisschen hochnehmen noch? Noch? Was? So? Auf 30? Nee, 15 oder was ist das? Ja, dass wir so ein bisschen einfach, dass wir in den nächsten Tag kommen. Wir müssen wirklich einen Tag weiterkommen. Wir haben den Kalkanhänger gekauft. Was haben wir? Den Kalkanhänger gekauft und Saatgut. Stimmt. Und hatten aber immer noch 89.000 auf dem Konto. Ja. So. Ach, ich sag euch, ey. So, was haben wir denn heute? Was bei mir wird gerade gesagt, hat Tino das mit Schwabbel und der Katze schon erzählt? Ach so, naja, Schwabbel hat halt bei uns gepennt zum Geburtstag, ne? Und hat auf so einer aufblasbaren Luftmatratze geschlafen. Wir hatten also insgesamt... Der Schwabbel, also hat bei uns gepennt, Milo mit Frau hat bei uns geschlafen und Benedikt hat bei uns geschlafen. Mhm. So, und die zwei hatten die Kinderzimmer, also Milo und seine Frau und Benedikt. Und Schwabbel hatte so eine große Matratze im Wohnzimmer. Und die sind natürlich eher nach Hause gegangen, also ich war ja erst um 5 zu Hause. Und ich weiß gar nicht, wann Schwabbel gegangen ist, um 1, um 2 oder so, keine Ahnung. Und auf jeden Fall... hat er sich schlafen gelegt und wir haben ja eine Nacktkatze. Mhm. Und die muss wohl in der Nacht auf ihn. Es war ja niemand anders da, ne? Und die ist halt so gewohnt, dass sie sich abends so dazulegt, ne? Ja, ja. Die sucht halt ihren warmen Spot. Und naja, da hat die sich halt zu Schwabbel gelegt. Und er ist mal aufgewacht und hat sich zu Tode erschrocken. Okay, wenn du es nicht gewohnt bist, ne? Weil diese Nacktkatze auf einmal auf ihm stande und hat ihn angeschnurrt. Ja. Ach ja. Naja. Also es ist Wahnsinn, wie ein fast leerer Tank die Leute im Chat triggert. Das ist echt krass. Ja. Ich hab, mein Tank ist fast leer und es lädt ununterbrochen tanken, tanken, du bist tanken. Ich geb dir mal einen kleinen, den wirst du wahrscheinlich selber wissen, Social Media Tipp, ja? Mach einfach mal einen kleinen Versprecher in deiner in deiner Aufnahme. Sag mal so zum Beispiel... Saatgut, Ladgut oder sowas. Das triggert die Leute auch. Das heißt Saatgut, das heißt Saatgut, das heißt Saatgut. Aber du machst das ja absichtlich. Das heißt, die schreiben das die ganze Zeit und das gibt mehr Interaktion auf dein Video. Algorithmus getriggert. Mr. Social Media. Mr. Social Media. Aber soll ich dir was sagen? Freezy macht einen neuen Account. Hast du gerade Freezy, Mr. Social Media. Hast du gerade mir empfohlen, einen Sprachfehler einzubauen? Ja. Mir? Ja. Mr. Sprachfehler. Ach so, ach, das ist doch kein Sprachfehler. Der von seiner Community jeden Stream gefrontet wird, wegen seinen Sprachfehlern. Fehlers. Wegen Salat. Salat. Ich kann dir nicht mal duschen sagen. Wenn ich duschen sage, ja, fahr ich. Was heißt der duschen? Ja, Spinnert. Sein Spinnert. Du sprichst halt ein bisschen. Salat. Ja. Was spreche ich ein bisschen was? Keine Ahnung, Altdeutsch würde ich jetzt sagen. Wo die Rechtschreibung noch nicht so weit war. Tino, nein, mal Witz. Komm, alles gut. Es ist halt es ist kein Sprechfehler, es ist unser wunderbarer Dialekt. Und das, der ist hier, der Freezy, der ist von drüben. Der kennt das nicht. Ja? Der hat nicht im Sozialismus gelebt früher. Wir mussten uns noch für eine Banane mussten wir noch Gott und die Welt laufen. Was? Kilometer weit laufen. Ja. Aber ich habe ja die DDR tatsächlich auch gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich war ja 6 Jahre zur Wende, also keine Ahnung. Ich werde aber nicht vergessen, als ich 6 Jahre alt war, war ja die Wende, ne? Ja. Und da, das heißt ja, die Mauer wurde aufgemacht, ne? Mhm. Und ich weiß, dass ich im Wohnzimmer meiner Eltern saß und ich kann mich an diesen Tag erinnern. Okay, okay. Weil meine Eltern haben das im Fernsehen geguckt und da war, glaube ich, mein Onkel noch da, meine Oma war da und alle saßen so vor dem Fernseher und ich habe so überhaupt nicht verstanden,
Warum die alle so aufgeregt sind und gefeiert haben und halt alle so fröhlich waren und so weiter. Und dieses Fancy-Event, ich habe das halt überhaupt nicht verstanden. Ich saß halt mit meinen 5 Jahren oder so und habe so gedacht, okay. Aber ich kann mich daran erinnern, wie die das im Fernsehen geschaut haben. Weiß ich noch. Ich kann mich da auch dran erinnern, wie meine Eltern davor saßen. Oh, jetzt kommt wieder was so Dämliches, Alter. Nein, ich kann mich doch, da wirklich ich weiß genau, was du jetzt sagen kannst. Ich wollte gar nichts sagen. Ich wollte einfach nur in das Gespräch andocken, dass ich mich auch daran erinnern kann, wie mein Papa und meine Mama da zusammen im Wohnzimmer saßen. Mehr nicht. Mehr wollte ich jetzt nicht sagen. Wirklich nicht. Ah, okay. Ja, nein. Also, ich finde, nach über 30 Jahren, ich glaube 35 Jahre, was 89 und jetzt haben wir 24. Ja, 35 Jahre. Ich glaube, es sollte man dieses Osten und Westen nur noch als Himmelsrichtung sehen. Und nicht mehr als die ehemalige Aufsplittung Deutschlands, ne? Das muss man ganz klar sagen. Und das war auch was ganz, ganz Schlimmes, fand ich. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, denk mal an Berlin, ne? Nehmen wir vor, die sind früh aufgestanden, da war eine Mauer, mitten durch Berlin. Da hat dein Kumpel oder deine Verwandtschaft war auf der anderen Seite Pech gehabt. Das ist halt schon krass, finde ich. Echt krass, ja. Die wir gerade beim Triggerpunkt sind, wie wär's mit deinem Frontgewicht? Ja, ist tatsächlich witzig, dass du das sagst. Das Problem ist, dass ein Frontgewicht leider nicht funktioniert, weil der Traktor, wenn er vorne runter gedrückt wird, hinten der Flug nicht mehr weit genug in den Boden geht und der dann Stellen auslässt. Wir müssen tatsächlich ohne Frontgewicht flügen. Das ist leider so. Das haben wir schon mehrmals probiert. Hast du irgendwas davon mitgekriegt, Skadinine? Wie alt warst du oder wie alt bist du? Ich bin 90er Baujahr. Ach, wie meine Frau. Ist auch 90er Baujahr. Dann wie deine Frau. wann hast du Geburtstag? Also November. Monat? November, also im Januar. Dementsprechend, ich habe da auch nicht ganz so viel von mitbekommen. Ja, nee, klar. Ja. Von der DDR an sich habe ich gar nichts mitbekommen. Überhaupt nicht, weiß ich nichts mehr. Das, keine Ahnung. Ich weiß, dass mein Vater einen Videorekorder damals gekauft hat, wo du die VHS-Kassetten reinschieben konntest, weil eben nicht sicher war, was dann alles kosten wird oder so. Keine Ahnung, was dann die Begründung so genau war. Und der hat für 1200 Mark einen Videorekorder gekauft. Das war total cringe irgendwie. Das war richtig, richtig böse viel Geld. Ich wollte gerade fragen, das ist aber zu dem Zeitpunkt auch viel Geld gewesen, ne? Extrem viel Geld. Mhm. Der Chat ist durchgehend am Schreiben, ich muss tanken. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Emote-Chat hilft. Ja. Also ich sage euch, wie es ist. Dafür fahre ich das Ding jetzt leer. Bis er stehen bleibt. Kriegen wir den getankt, wenn er stehen bleibt? Nee, ne? Ja, wir haben doch hier ein Fass. Da geht ja kein Sprit rein. Ich würde sagen, da geht nur Wasser rein, oder? Geht alles rein. Da müssen wir wohl nochmal Geld ausgeben. In unser Fass geht Sprit rein. Da geht Milch rein, Wasser rein, Pflanzenschutz rein, Flüssigdünger rein und Sprit rein. Ach, siehst du, Glück gehabt. Ja. Also man muss auch dazu sagen, ich habe auch oben eine Anzeige, da steht, wie viele Liter noch drin sind. Das sieht man ja, 10,9 Liter sind noch drin. Mir wird gerade gesagt, der Chat ist deine Reserveleuchte. Der Chat ist meine Reserveleuchte, fuck. So, 10,9 Liter und wir ziehen die nächste Bahn. Oh, jetzt sind es nur noch 9,8. Ja, der hat aber viel verbraucht beim Anfahren. Und beim Zurücksetzen bekommt man auch wieder Sprit, das wusste ich gar nicht. Ja, ein paar Liter. Füllt es wieder auf. Ja. Ja, das stimmt natürlich. Na, ist ja klar, wenn du rückwärts fährst, wird er wieder mehr. Was, wenn ich rückwärts fahre, wird es mehr? Er hat recht, aber lassen. Ja, na klar. Ja, ist ja logisch, oder? Dass wenn du vorwärts fährst, dass es weniger wird und wenn du rückwärts fährst, wieder mehr wird. Skadi, das ist auch mit dem Tacho so. Fährst du rückwärts, geht der Tacho rückwärts. Deswegen fahren natürlich. Die alle die ganze Zeit rückwärts, wenn sie verkaufen fahren. Deswegen fährst du, wenn du ein Auto verkaufen willst, erstmal wochenlang rückwärts um den Block, gell? Beim Roller haben wir das mit der Bohrmaschine zurückgedreht. So, wir tanken. Ich hoffe, sind alle zufrieden. Jetzt können alle wieder beruhigt schlafen. Das kratzende Gefühl ist weg. Werdet ihr, das würde mich mal interessieren, werdet ihr, wenn der LS25 rauskommt, den LS22 noch weiterspielen? Ja. Ehrlich? Ja. Okay, dann spannend. Was wird aus diesem Projekt hier? Ich glaube, das sollten wir uns mal irgendwann drüber unterhalten. Ja. Nee, ein bisschen werde ich noch machen und dann das so nach und nach jetzt mal auslaufen lassen. Da ich kein LS22-Projekt habe, außer Grow und True,
werde ich mit 25. Grow wird ja zu Ende sein. Ja, werde ich zum 25er, solange noch True Farming noch ein bisschen weitermachen, klar. Aber zum 25er dann, 25er Projekte machen. Tino? Ja, nein. Nee, diesmal nicht. Ich habe ein anderes Problem. Was denn jetzt? Kannst du, hier, guck dir das mal an. Da in dem Deutz. Warte. Da in dem Deutz. Jetzt ist die Frage da. Ach nee, oder? Das geht nicht ab. Ach ja. Ich habe die Palettengabe habe ich ganz artig schön hier hingelegt. Das da möchte nicht loslassen. Ich will es aber nicht mehr haben. Das ist eine Katastrophe, ist das hier mit dem Frontlader. Ich weiß aber auch nicht, warum der Stoll so ein Penner ist. Kannst du dich bitte rumdrehen, Skati? Hast du sehr schön gemacht. Ich danke dir. Das war ich diesmal nicht. Oh. Ja? Tut mir aber leid. Dankeschön. 360, yeah, Mann. Der war da nicht schlecht, oder? Ja, also bei mir muss ich mal schauen, was wird bei dir weiterlaufen oder was hast du geplant? Also ich habe ja hier zum Beispiel Terralife. Das wird auf jeden Fall noch weitergehen. Dann habe ich ja noch Farming Evolution. Das wird auch erstmal noch weitergehen. Und ich sage es mal so, sobald, ich sage es mal, einige Mods im 25er da sind, wo ich sage, dass ja, dass sie mehr oder weniger den 22er so langsam ablösen können, dann switche ich halt irgendwann komplett rüber. Ich glaube, wir werden mit Mods überflutet werden am Anfang. Es wird richtig krass. Also modtechnisch werden wir richtig überflutet werden. Ich bin mal gespannt. Auch wie lange es halt dauert und so, ne? Davon ist das halt mit bei mir, sage ich mal, ja, da ist das von mir abhängig, wie lange das dauert, bis dann so die Sachen da sind, die ich gern haben möchte. Da. Ich glaube, in der ersten Woche kommen die meisten wichtigen Mods. Würde ich fast behaupten. Könnte ich mir fast so vorstellen. Uah. Aber gilt natürlich abzuwarten. Ja, also mit dem LS25 bin da auch noch ein bisschen unsicher, wie und was und wo. Bei True Farming ist es tatsächlich so, das werden wir nicht Stichtag 25er beenden. Das macht keinen Sinn, das werden wir dann auslaufen lassen. Glaube ich, mit einer ziemlich coolen Story und Crow wird eh beendet sein in dem Sinne. Was natürlich... Ach, wir haben ja gar keine Schwarterplage bei dem Mähwerk, ne? Nein. Aber wir haben Schwarter. Lang. Ja, ja. Was ich natürlich, ob es ein neues, jetzt ein Multiplayer-Projekt gibt, eine neue Challenge im Multiplayer oder sonstiges, da habe ich aktuell noch nichts ganz so Festes geplant. Ein bisschen was im Kopf, aber noch nichts Festes geplant. Und da kommt es auch drauf an, wer dann am Ende mit dabei sein wird oder will und wer nicht. Und ja. Ansonsten wäre ich auf jeden Fall im Singleplayer auch wieder was anfangen. Das steht fest, ja. Das zu 100%. Da werde ich definitiv was machen. Es bringt ja auch nichts, 5 Projekte gleichzeitig zu machen. Das muss man ja auch ganz klar sagen, ne? Was sagt ihr zur Asien-Karte? Ja, spannendes Thema, ne? Weiß ich auch nicht, ey. Aber habt ihr den Trailer gesehen zur Asien-Karte? Ja. Ich bin gespannt, wie die wirklich dann ist. Ich glaube, dass das ganz cool sein könnte. Ich fand die Optik sehr geil von der Karte, sag ich ehrlich, wie es ist. Mit diesen engen Straßen und so weiter und so. Ich fand das schon sehr cool irgendwie. Ja, auch die Aufteilung, wie das gestaltet war, fand ich super interessant. Deswegen mal gucken, wie es dann ist, wenn du wirklich drauf bist. Weil ich sag mal, so einen Trailer kann ich halt sehr krass zusammen machen und es sieht dann richtig doch irgendwie anders aus. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es ist, wenn du halt wirklich dann auf der Karte drauf bist. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Bin ich auch sehr gespannt. Also ich bin generell, also ich finde es sehr schade, dass es keine Europakarte geben wird. Das finde ich richtig kacke. Also es wird eine Europakarte geben, aber es ist halt die Zilonga, ne? Die es im 22er schon gibt. Die wird halt in den 25er mitgenommen. Und dann gibt es eine Ami-Karte. Ja, es gibt eine Ami-Karte, es gibt eine Asien-Karte und die Zilonga ist Europakarte. Aber ich sehe mich auch ein bisschen mit Hühnchen und Reis. Ja, keine Europakarte. Sehr, sehr schade eigentlich. Aber mal gucken, wann die ersten Maps dann kommen. Was ich schade finde, ist... Bis jetzt überhaupt keine Info zum Thema Bautool. Ob es da irgendwas Neues geben wird oder sonstiges. Ne? Also zum Bautool gibt es noch überhaupt nichts. Also es ist einmal, das Bautool ist ja gezeigt worden bei diesem Asien-Trailer beziehungsweise bei dem Reis, bei der Reisgeschichte, wie man eben die Reisfelder anlegt. Ne? Mhm. Das machst du ja im Bautool. Mhm. Also du legst im Bautool ein Reisfeld an. Dann wird das sozusagen, kannst du auch dynamisch machen, also du kannst ja deine Form da selber raussuchen von diesem Feld.
Ja. Und dann wird das Feld so vertieft, erstellt, weil das musst du ja mit Wasser füllen. Und es wird automatisch diese Pumpe hinzugefügt, diese Wasserpumpe. Ja. Aber mehr wurde vom Bautool noch nicht gezeigt. Also mich würde einfach interessieren, ey, ist das Bautool verbessert worden? Wurde da dran gearbeitet? Gibt es da Neuerungen? Gibt es neue Features im Bautool? Ist das besser? Ist das schöner? Weißt du, wie ich meine? Also es wurden mittlerweile schon so viele Infos rausgehauen. Es war, ja, weiß ich nicht. Wenn da eine coole Neuerung gewesen wäre, dann hätten sie da bestimmt schon was gesagt, oder? Könnte sein. Ich habe aber noch eine andere Vermutung. Na? Dass es nicht fertig ist. Oh. Oh. Also ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmte Sachen gibt, die einfach noch nicht fertig sind. Aktuell. Bei mir wird jetzt gerade noch gefragt, gibt es eigentlich schon was zum Thema Multiplayer? Wird er besser laufen? Auch dazu da gab es auch noch keine wenig. Aussage, ne? Ja, sehr wenig. Also es wird 16 Spieler sein. Ich glaube, das können wir uns, das ist kein Geheimnis. Also da gibt es von Giants gab es noch nichts Offizielles dazu. Aber in den Gesprächen, die ich geführt habe, wird es definitiv am Multiplayer sich nichts groß verändern. Ich weiß nicht, synchronisationstechnisch, ob es da irgendwelche Anpassungen gab oder gibt oder geben wird. Aber ich glaube, durch Multiplayer wird eins der unangetasteten Sachen sein. Glaube ich. Ich meine, der Multiplayer funktioniert ja gut. Also, mal ohne Witz. Es ist ja nicht so, dass der nicht gut funktioniert. Oder findet ihr, der Multiplayer ist scheiße? Scheiße nicht. Es sind nur so manche Sachen, wo ich sage, die könnte man schöner, besser machen. Ne? Wie zum Beispiel, dass du jetzt Server zum Beispiel, dass ich den Favoriten zum Beispiel ablegen kann. Dass ich nicht immer das selber wieder eingeben muss. Solche Sachen würde ich halt nicht sehr feiern. Ne? Ja, okay. Das wäre cool. Also, Suche, ja. Ich weiß nicht, auch das mit dem Sinken, das ist, weiß ich nicht. Ja, das sowieso auch, ne? Also jedes Indie-Label bekommt es hin, keinen Multiplayer zu machen, so ohne Sync und keine Ahnung, was, weiß ich nicht. Davon bin ich so ein bisschen abgefuckt. Dann hier diese ganze Zeit die Lags, dann, wie wir es jetzt gerade bei dem Traum haben, das Sync-Fehler-Ding, also keine Ahnung. Der Multiplayer da ist. Meines Erachtens, ich bin aber nur ein Laie, ich habe keine Ahnung, aber meines Erachtens noch viel Luft nach oben. Alleine schon diese Charaktererstaltung, wie gesagt, jedes Indie-Game, da kannst du dir die Haare, kannst du Tattoos, kannst du Narben, kannst du alles machen. Und hier kannst du, darfst aber eine Sache nicht vergessen, die laufen halt auch alle auf der Unreal. Oder viele laufen auf der Unreal oder Unity Engine. Ja. Scheint halt immer noch seine eigene. Ja, warum? Aber es gibt halt, ja, die Frage ist berechtigt, warum. Aber es gibt halt viele Sachen, die schon fertig sind für zum Beispiel eine Unreal Engine, ne, die du nicht mal selber bauen musst, sondern die sind einfach fertig und fügst du einfach ins Spiel rein. Ich glaube, mit einer Unreal Engine siehst ja, es gibt Ein-Mann-Studios, Ein-Mann-Entwickler, die ganze Spiele aus dem Boden stampfen. Das wird aber beim LS nicht funktionieren, dafür ist der zu komplex. Der ist einfach zu komplex und ich glaube, der LS bietet ja auch sehr, sehr viel. Wenn du siehst, mit wie vielen Mods und individuellen Karten und individuellen Features du hier dieses Spiel spielen kannst, mit bis zu 16 Leuten, und es funktioniert eigentlich trotzdem sehr gut. Aber mir wird gerade noch gesagt, Stabilität ist schon schlimm, wie oft es laggt. Gut, kommt halt immer drauf an dann, ne? Doch teilweise. Vom Server her, ja, ne? Mit den Lags haben wir ja auch rausgefunden, dass es eben auch auf die Server drauf ankommt. Genau. Da kann eben Giants ja nichts dafür. Also Giants stellt ja die Server nicht. Genau. Sondern es kommt halt eben auf den Server-Provider an. Und wenn du halt eine schlechte CPU im Server hast, hast du eine schlechte CPU im Server. Ja gut, an der Kollege da das natürlich auch, ja. Aber es liegt ja auch an die Mods, ne? Ja, klar. Aber ja, da ist ja der Knackpunkt. Ich bin jetzt mal ehrlich, hoffentlich kriege ich da jetzt kein Hate für, aber hätte der LS diese ganzen Mods und Mod-Maps und sowas nicht, wäre er nicht so erfolgreich, wie er jetzt ist. Das ist meine Meinung. Das weiß ja auch Giants. Dafür kriegst du keinen Hate. Das weiß jeder. Das weiß ein Blinder mit dem Rückstock. Und aber, das weiß auch Giants. Aber deswegen würde ich vielleicht auch mal langsam in den Multiplayer da reingehen, damit das da mal ein bisschen ordentlicher wird. Weil da hast du ja schon 10 Mods drauf, fängst ja schon an. Eine falsche Mod oder irgendwie sowas drauf, dann leckt es ja schon. Kann lecken. Naja, aber jetzt ist ja wieder die Frage, gibst du jetzt dem Spiel die Schuld oder gibst du dem Modder, der den Mod scheiße programmiert hat, die Schuld? Wenn der Mod scheiße ist, ist der Mod scheiße. Ja, okay. Und wenn Fehler drin sind, im Mod sind Fehler drin. Was willst du machen? Das ist richtig, ja, okay. Ja, weißt du, wie ich meine? Ja, doch. Wenn du saubere Mods drauf hast, guck mal True Farming an, wir spielen mit 100 Mods.
Ja. Es funktioniert. Crow, haben wir auch viele Mods. Bei Bildet, über 100 Mods. Ich meine, es gibt halt bei Chimes Sachen, die halt in 3 Jahren nicht gefixt wurden, wo ich wirklich enttäuscht drüber bin. Soundbug. Ja. Als Beispiel, hast du zu viele Soundquellen in deiner Umgebung, ist der Sound einfach weg vom Spiel. Ja. Oder hier der Grubber, der Große. Ja, der ist auch nie gefixt worden. Oder Zäune. Oder das, genau. Die Zäune, ja. Die schwebenden Zäune und so weiter und so fort. Also das ist halt, das sind Sachen, wo ich halt denke mir so, ja, Chimes, das ist ein bisschen schade, muss ich echt sagen. Da hätte ich jetzt gedacht, gut, das macht er auf jeden Fall noch schick. Aber nö, aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, funktioniert das echt tadellos alles. Aber mir wurde gerade eben noch geschrieben, das fand ich noch ganz schwebende gut. Schwebende Rehe, ja. Eigene Engine, gleich mehr Kontrolle, aber auch mehr Aufwand und indirekte Kosten. Das ist halt, glaube ich, auch das Problem, ne? Mm, ja. Was? Naja, sie müssen halt ihre Engine selber entwickeln, was halt bei einer Unreal nicht muss, ne? Ja. Aber wie gesagt, also ich glaube, ich freue mich sehr auf den 25er. Ich glaube, der wird ein toller LS-Teil werden und wird viele neue Features geben. Der wird am Anfang auf jeden Fall seine Schwächen haben und seine Kinderkrankheiten, definitiv. Aber ja, damit werden wir halt wohl klarkommen müssen am Ende. Ich bin sehr gespannt, ob es der letzte LS sein wird. Aber das werden wir natürlich nicht rausfinden. Das sind ja dann in dem Sinne nur Theorien. Wie meinst du, der letzte LS? Ja, dass es keinen Nachfolger mehr geben wird. Meinst Was du? Stattdessen? Weiß ich nicht. Nur DLCs, meinst du? Ja. Feierabend. Dass das Spiel halt mit DLCs weiterentwickelt wird, sozusagen. Mhm. Oder mit Spielerweiterungen. Na gut, es hatten einige bei mir aber auch gesagt, das wäre ihnen für den 22er auch recht gewesen. Sie hätten gar nicht unbedingt einen 25er haben müssen. Es hätte auch gereicht, der 22er halt mit diversen Erweiterungen, ne? Na gut, ja, aber dann müssen es aber auch solche Erweiterungen sein, wie zum Beispiel auch dieser teildynamische Boden. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und also solche Sachen, hier, ne, das muss halt auch jetzt, dann rein. Jetzt hier Erweiterung mit einer neuen Map und neue Fruchtsorten, also damit ist es nicht getan. Also so wie Tino gerade schon sagt, da muss da schon geiler Scheiß kommen. Also wirklich geiler Scheiß. Ja, auch dieses neue Matsch-System, dass die Reifen sich richtig zusetzen, dass sie sich auf der Straße wieder frei fahren. Ja. Der dynamische Boden. Was gibt's denn noch alles? Keine Ahnung, was es da alles noch gibt. Also der LS25 hat schon sehr viel Neues zu bieten, auf was ich auch Bock habe. Und für mich ist der LS22 ausgespielt. Also ich spiele den super gerne. Ich werde ihn ja, wie gesagt, auch noch ein Stückchen weiterspielen, aber ist auch gut. Ich nehme auch mal was Neues. Ja, sehe ich auch so. Was Neues, Innovatives ist nie verkehrt. Auch wenn es am Anfang mal ein paar Fehlerchen hat, mein Gott, dann ist es halt. Ja, gut. Welches Spiel hat das heutzutage Wollte nicht mehr? Wollte ich gerade sagen, wird bei mir. Fertige Spiele kommen ja nicht mehr. So ist es ja einfach. Wird ne? gerade bei mir im Chat auch geschrieben. Ja. Welches Unwetter, Spiel hat denn heute keine Krankheiten? Ja, gut, das Unwetter Rain, also der Tornado, geht mir völlig am Arsch vorbei, sag ich ehrlich, wie es ist. Echt? Tornado ist das, also ganz ehrlich. Das ich finde das super spannend. Ich auch. Mal gucken, wie das wirklich dann ist. Na, der kommt, der macht dir deine Felder kaputt und das war's. Ja, aber wie oft ist der dann da und solche Sachen, ist halt ein random Event. Kannst du dich mit ihm anfreunden? Ja. Weniger. Nimmt der Kühe mit. Genau. Wie sie tust du bitte ordentlich kalken? Was, sie stellen hier unten noch mit? Bist du bescheuert? Ich habe gerade keinen Kalk, Alter. Ich bin gerade nur in Kalk holen. Naja, ich frage ja nur, weil du unten immer die Stellen ausgelassen hast, deswegen meine ich. Und was ich auch einfach mag, ist einfach mal ein neues Overlay auch. Ich finde das gut. Mal ein neues Overlay, ne? Neues Interface. Oh, schaffe ich das? Yabby! Vom Zug rübergezogen. Geil. Ich würde dem Tornado gerne einen Namen geben und ihn füttern. Ja, ich auch. Ja, aber ja, jetzt schon, mal Real Talk. Habt ihr, was soll denn? Der Tornado ist ja geil für RP und so weiter, ne? Wenn du so ein bisschen Dings machst. Das ist ja so ein Unwetter vielleicht ganz witzig. Aber für was? Kein Schwein braucht einen Tornado in einem Landwirtschaftssimulator. Warum nicht? Für was? Ja, aber wer sagt denn, dass wir das nicht brauchen? Du? Ich hasse das, wenn du sowas sagst, wenn du so bist. Ich hasse das, wenn du sowas, wenn du so bist, Alter. Das macht mich richtig, da geht sofort an bei mir. Aber heute bleibt aus. Hast du deinen Beruhigungstee? Nee, ich bin ruhig. Achso, okay. Bin okay. Ruhig. Keine, alles gut, alles entspannt. Aber, also dazu würde ich gerne mal die Meinung in den Kommentaren lesen. Wirklich Meinung in den Kommentaren, gerne mal die Meinung auch jetzt hier in die Chats rein. Ob ihr einen Tornado als Wetterevent in einem Landwirtschaftssimulator braucht. Und ich kann euch sagen, ein Tornado wird keine Kühe fliegen lassen. Der wird keine Traktoren umschmeißen. Der wird keine Maschinen beschädigen. Das Einzige, was er machen wird, ist die Felder, die Ernte zerstören. Er wird eine kleine Schneise reinschlagen. Er wandert halt über die Karte.
Und das Ganze ist aber auch ausschaltbar. Also das heißt, man kann auch dieses Wetter-Event Tornado rein visuell darstellen lassen, ohne Zerstörung. Ja, okay. Aber der macht wirklich nur Fälle, also auch wenn jetzt... Nein, der macht sonst gar nichts, gar nichts. Nichts. Was hast du denn gedacht, was er macht? Ja, also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe jetzt gedacht, wenn da auch mal ein Traktor auf dem Feld steht, dass der Traktor jetzt nicht komplett kaputt und durch die Gegend fliegt, aber dadurch Schaden kassiert. Ich habe gedacht, dass das gibt Feld... Ja, kein Schadensmodell im LS. Ja, aber doch, ich dachte, dass da nicht die Scheiben wegfliegen oder so. Ich dachte, dass einfach von der Wartung dann was runtergeht. Ich habe gedacht, dass wenn der übers Feld pest, dass da nicht da nur die Frucht weg ist, sondern vielleicht auch mal ein Baumstamm liegt, den man wegräumen muss, zerschneiden muss. An sowas. Also der Tornado bricht Bäume ab, ja. Also die Bäume werden abgebrochen vom Tornado und knicken um und dann kannst du die halt so bereinigen, sozusagen. Ja. Aber ich glaube, Ballen verschiebt er wohl auch, dass die Ballen wohl so ein bisschen dann wandern. Was bei mir gerade noch gesagt wurde, was schön wäre, wären Dürren oder zu viel Regen. Wenn man das halt so als Wetterdings hätte. Ich fühle das alles nicht. Naja, aber selbst mit Dürren und viel Regen ist ja schon, ne? Es gibt ja Hagel. Als Beispiel. Also Hagel wird es ja geben, ne? Aber ich fühle das alles nicht. Weil du machst und tust und so weiter und am Ende kommt ein Wetter-Event und zerstört dir deine Sachen. Na gut, aber das ist halt, das kannst du ja im echten Leben auch haben, ne? Ich spiele aber einen Simulator. Das kommt ja drauf an, wen du fragst, ne? Du sollst den Simulator vernünftig spielen. Ich spiele einen Simulator und nicht im echten Leben. Wenn ich echt leben, wäre ich Landwirt geworden. Das ist aber kein Easy-Dev. Ja, genau. Deswegen bin ich kein Landwirt. Siehst du? Also spielst du den NS so realistisch, da hast du nämlich notfalls Easy-Dev. Ich finde den Simulator vernünftig. Ich finde es cool, dass sie mit einbauen und diejenigen, die da drauf abgehen, sollen es doch einschalten. Wir werden es ja selber auch nutzen, aber ob das jetzt... Also es ist nicht ein Key-Feature, wo ich denke, boah, krasser Scheiß. Insektenbefall, ja, das wäre auch interessant gewesen, ja. Ja, und dann hast du Dürre und was soll dir die Dürre bringen? Deine Ernte geht kaputt und dann stehst du da, bist pleite, machst deinen Hof zu. Auch das ist das echte Leben. Spiel beendet, durchgespielt. Ja. Ja, super. Alternativen suchen. Holst du dir wieder einen Rasen, Alternative suchen. Statt es dann den Supermarkt-Simulator. Die Rasenmäher wieder. Ja. Für die Schafe. Schafe bleiben, die bleiben stabil, wenn du Rasen hast. Die bleiben stabil, wenn du Rasen hast. Ich finde halt solche, ich finde eher solche Sachen wie Fruchtsorten, neue Tiere, Tierzucht, solche Sachen halt viel, viel spannender. Ne? Also gerade die Tierzucht finde ich super spannend. Ich finde es toll, dass Ziegen jetzt dabei sind. Ich finde es toll, dass wir neue Fruchtsorten kriegen. Mal abgesehen vom Reis, aber Spinat. Oder was war jetzt noch? Langkornreis, Rundkornreis, Spinat. Was war es noch gewesen? War da noch was? Erbsenbohnen, genau. Erbsenbohnen noch. Das finde ich halt ganz spannend. Gewächshäuser wären ja auch Pilze, Chilis. Was war es noch? Pilze, Chilis und Lauch. Genau, Lauchzwiebeln. Das finde ich halt cool. Irgendwie. LS, warte mal, 25, LS 28, wenn wir im Dreijahresrhythmus bleiben. LS 28, Vulkanausbruch. Das wäre geil. Tsunami. Oh, das ist einfach so. Tsunami, Vulkanausbruch und Tsunami. Ja, herzlichen Glückwunsch. Godzilla-Angriff. Ja, auch. Ey, weißt du, was du dann im LS machen könntest? Dinos jagen. Ja. Warum wollt ihr Dinos jagen? Da würde ich direkt im RP auch den nicht? Rosenberg einparken, zum Vulkan fahren und einfach pop. Oh, tschüss. So flach. So flach. Ganz ehrlich, es ist so flach. So flach. Erdbeben, ja. Was sagt ihr GTA 6? Mal gucken, ne? Ja, sagen, mal gucken, was willst du sagen? Wir haben jetzt einen Trailer. Was kommt. Wir haben einen Trailer bekommen. Ja, der war super. Aber sollte doch dieses Jahr noch irgendwas kommen zu GTA? Haben sie schon wieder verschoben. Was? Ja. Sollte nicht noch ein Trailer oder irgendwas kommen? Wurde verschoben. Sollte der nicht Oktober, November kommen? Wurde verschoben. Ja, Bruder, warum denn? Es ist danach gar nicht November. Weiß ich nicht. Aber wo stand das denn mit dem verschoben? Weiß ich nicht. Ey, GTA muss 25 kommen. 25 wird ja nicht kommen. Für Konsole? Nee, auch nicht. Ist aber angekündigt als Release. Nee. Doch. Nee. GTA 6 ist für 2025 angekündigt. Nee. Für Konsole.
Was denn? PC kommt dann immer ein Jahr später. Was ist denn los? Ich brauche einen Sarkasmus-Emote. Was denn? Ja, und dann schickst du mir dein Emote beim Sprechen oder was? Dann sehe ich das oder wie? Dann würde ich direkt zu den Leuten sagen, geh mal hin, mach mal hier Emote-Spam. Also der GTA muss 25 zumindest irgendwas kommen. Jetzt Real Talk, keine Verarsche, kein Sarkasmus, kein gar nichts. Inoffizielle News sagen, dass der Release zum Herbst 25 nochmal verschoben wird. Offiziell aber soll Herbst 25, genaues Datum steht noch nicht fest, für die Konsolen rauskommen. Sag ich doch, das ist eine wichtige Nummer. Damit steht und fällt alles. Was denn? Ja, ich habe Take-Two Aktien gekauft. Och. Ist kein Scheiß, Alter. Ich bin voll reingegangen in die Spekulation. Das ist aber risikoreich. Warum? Ja, also wenn du mal jetzt guckst, wie oft die jetzt schon den Release verschoben haben, wie oft sie Trailers verschoben haben. Also, ja, gut, aber Moment, es heißt ja nicht, dass die Aktie dadurch schlecht läuft, ne? Nein, das nicht. Aber wichtig ist, halt, dass wenn sie es releasen, es gut wird und fertig ist vor allem. Also gut, da mache ich mir keine Gedanken drum. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, da habe ich volles Vertrauen. Das wird geil. Das wird einfach geil. Ja gut, ich setze da meine persönliche Emotion mit rein. Ja gut, aber die haben ja, viele bei GTA. Auch für mich ist ja GTA so ein absoluter Klassiker aus meiner Jugend auch. Und ich muss auch dazu sagen, ich glaube, GTA 6 hat das Potenzial, absolut jeden Rekord zu brechen. Ob es Verkauf ist oder sonstiges. Also ich glaube... Jeden Fall. SN fragt, werden so viele GTA sich holen? Oh mein Gott, GTA 6 wird jeden Verkaufsrekord brechen. Ja. GTA 6 wird safe jeden Verkaufsrekord brechen. Da bin ich mir zu 100% sicher. Aber sowas von. Ja. Bei mir sagt auch gerade eine, GTA 6 wird auch die Gaming-Branche wichtig, da Insider denken, dass sie die Preise für das Standard-Game erhöhen. Ja. Safe, definitiv. Auf jeden Fall, ja. Und die Take-Two-Aktie ist beim GTA 5 Release ziemlich durch die Decke gegangen. Ja. Was denn? Also die haben ja schon zu GTA 5 damals mit richtigen Gangstern im Knast und so gesprochen, damit die das so realistisch wie möglich rüberkriegen. Ja, ja. Da werden sie bei GTA 6 nicht einfach einmal sagen, ja, wir machen das mal so. Mhm. Ja. Die werden da noch richtig, deswegen hat das auch so lang gedauert. Die haben da richtig geilen Scheiß drin. Da wette ich meinen Arsch drauf und ich freue mich da mega drauf. Fertig. Ja, sehr schön. Willst du gleich einsammeln? Ich bin schon am Schwaden. Physi, bist du mit Kalk durch? Bin durch. Ich wollte frag gerade, was soll ich ansehen? Würdest du erstmal düngen? Wäre das, dass wir erstmal die Felder gedüngt kriegen, die ganzen? Weil wir müssen unsere Felder düngen, sonst wird das hier nichts. Kann ich machen. Flüssig oder fest? Ja, fest. Wir haben doch den Kalkstreuer. Ach so, okay. Weil wir die Spritze auch haben, meinst du? Oh. Ja. Ja. Nee, wir haben ja festen Dünger gekauft. Ja, gut. Aber ja, wie gesagt, also GTA 6, Take-Two-Aktie, drückt mir die Daumen, Leute. Drückt mir die Daumen. Wirst du das Spiel denn spielen? Safe! Na klar werde ich das spielen. Ja? Ja, natürlich. GTA 6 muss ich schon spielen. Weiß jetzt nicht, ob ich auf YouTube was dazu machen werde, aber... YouTube brauchst du nichts machen, aber streamen. Ich werde vielleicht... streamen bestimmt. Safe. Kannst du ja gar nicht. Ich werde vielleicht alle Mediamärkte abfahren. Alle Spiele kaufen. Und gucken, ob es irgendeiner vorzeitig im Regal hat, einen Tag oder zwei Tage vor Release. Und dann direkt mit 30.000 Zuschauern streamen. Also... Das wird nicht passieren. Das hat schon mal einer gemacht. Bei GTA 5 ist das genau so gelaufen. Ja, und der leidet heute noch darunter. Echt? Ja. Aber war das ein LS-Spieler? Nee, war kein LS-Spieler. Da siehst du. Ich mach das ja nur kurzer Push und dann geht's wieder rein in den LS. Da hast du aber nichts mit gewonnen. Nein, warte, ist da. Oh, warte mal, mein Sarkasmus-Emote ist auch gerade irgendwie weg. Okay. Alles ich hab keine Konsole tatsächlich, also ich hol's für den PC. Ja, wir müssen dann noch ein paar Monate warten. Das ist ja auch das... Ein Jahr, glaube ich, wird es wohl dauern. Aber das ist ja auch das Ding... Laut Gerüchten 9 Monate. Okay. Das ist ja das nächste Ding. Der Konsolenverkauf wird dadurch ja auch durch die Decke gehen. Ja. Wenn das zuerst für Konsole kommt, will ich nicht wissen, wie viele Leute sich eine Konsole kaufen werden wegen dem Spiel. Ja. Da wird PlayStation Pro oder so, PlayStation 5 Pro, wird völlig durch die Decke gehen, glaube ich nochmal. Ja. Oder? Ja, war zum 5er auch so. Oh, na klar, die Leute, die es unbedingt spielen wollen, die sagen, ne, dann holt man noch? Das. Sagst du Sony-Aktien noch oder was? Sony, Microsoft, will ich mitnehmen.
Microsoft, ah, Xbox, bin ja gar kein Xbox-Fan, aber Microsoft-Aktien habe ich schon. Microsoft. Einfach PS5 Pro für 800 kaufen, passt schon. Ist die so teuer? Weiß nicht, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, weil ich auch eigentlich, ich sag jetzt mal, so jetzt nicht unbedingt konsolisch, also eigentlich spiele ich gar nicht Konsole. Ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, dass ich mir keine holen würde für GTA 6. Also es kommt dann drauf an, wie gehypt ich auf das Spiel dann bin. Wenn ich sage, ey, ich muss es jetzt unbedingt spielen, ja, dann brauche ich natürlich auch zwangsläufig dafür die Konsole, ne? Also ich wäre, ach so, stimmt natürlich. Ich kann das ja gar nicht spielen, ich habe ja keine Konsole. Das ist aber auch ganz schwierig. Oh. Willst du mir deine Konsole mal ausleihen? Auf gar keinen Fall. Oh. Was? Zum Release will ich selber spielen. Also brauche ich eine PS5. Gosh. Tino, du kannst auch einfach zu Freezy hinfahren und dann spielt ihr zusammen bei Freezy. Oh, weiß ich nicht. Warum nicht? Nein, du kannst ihn ja auch mal spielen lassen. Gibst ihn, ne? So für 20 Minuten darf er auch mal den Controller halten. Oh, ich bekomme Benedikt seine, hat's erledigt. Jo. Tittim. Bin ich schön. Nee, eine PS5 kriege ich definitiv organisiert. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, ist doch für dich ein Klacks. Was? Eine PS5 zu organisieren. Ja, ich habe ja Kollegen, die haben eine oder so. Ich habe ja tatsächlich auch schon mal ein paar Sachen auf Konsole gemacht, da musste ich mir auch immer eine ausleihen. Nee, also da bin ich mal sehr, sehr gespannt tatsächlich. GTA 6. Na gut. Ich bin nachher auf das RP gespannt, weil jetzt hat ja, die haben ja 5M gekauft. Das wird, ach so, stimmt. Und da bin ich gespannt, was da kommt. Meinst du, die machen da was mit 5M? Ich hoffe es. Also auch da nur Spekulationen. Es gibt noch nichts Offizielles. Ich bei Reddit oder so über GTA 6 lese, nur Spekulation, nichts Festes. Die haben es gekauft und das war's. Das hat ja einen Grund. Ja. Warum das die 5M kaufen? Ja. Vielleicht, ja, also, dass sie ihre eigene RP-Scheiße machen wollen oder was? Ich glaube es fast. Ich vermute es. Ich hoffe es. Es wäre natürlich dumm krass. Wär's nicht, ne? Stell dir mal vor, GTA 6 macht seine eigenen RP-Server dann. Ja. Und macht seine eigenen, wie heißen diese Dinger, die kaufen musst? Scripts. Credits? No. Nee, die Dinger, die du kaufen musst. Die Scripts. Nee, MLOs, meine ich. Ja. Ach so, die. Und macht seine eigenen MLOs, die du im eigenen Shop kaufen kannst. Ja, da weißt du, wie geil das wird. Bei Take-Two. Ja. Das meine ich. Das ist halt ein unfassbar großer Markt. Dieser MLO-Markt. Der RP-Aspekt in GTA hat das da ja damals nochmal richtig in den Hype reingeholt. Und deswegen. Und das läuft ja jetzt immer noch, ne? Ja, GTA 5 lebt ja auch nur noch wegen. Also, wenn du jetzt. Was machst du, Skadi? Du hast gesagt, einsammeln. Ja, aber dann sammelt doch die Schwarte ein. Hä? Oh, ja, stimmt. Du warst ja noch gar nicht. Das ist geil. Stimmt. Ach, du bist süß. Ich bin von hier rüber und so. Unfassbar. Ja, ich hab mich drüber nachgedacht. Lass mich. Ja, aber außen lag eine Schwarte tatsächlich. Siehst du? Genau, und dann. Jetzt stell mich doch hier nicht weg. Jetzt stell dir mal vor, Füße, die machen ihre eigenen MLOs. Und machen da noch was wegen mit 5M und all so und Grimmskrams. Jetzt stell dir da mal vor, was... Nimmst du mir das jetzt ernsthaft weg? Ich mach dir eine Schwart. Was dann die Aktie sagt. Dann, ja, da hast du richtig. Boah, Digga, wie die Nvidia-Aktie. Alle, ey, wenn du früher 10.000 Euro in der Nvidia-Aktie gehabt hättest, vor 10 Jahren oder so, wärst du jetzt Millionär. Oh, cool. Ist das krank, oder? Das ist echt krass, ja. Also GTA ist... Ah ja, da ist meine Welt, Alter. Da blühe ich drin auf. Dino, was machst du denn da? Gucken, ob der Zaun hier hält. Mhm. Warum? Weiß ich nicht. Dachte ich, frag mal. Was machst du denn da? Sachen sammeln. Sachen machen? Jetzt durch. Sachen sammeln. Sachen machen. Wir haben schon lange kein Möchte Schild ich hier gerne gefunden. Die Schwart einsammeln, in diesem Feld. Weil auf dem anderen ist ja noch keins. Doch. Was hast du gefunden, Füsi? Ich sagte, wir haben schon lange kein Wappen mehr gefunden, kein Schild. Stimmt. Wo wir tatsächlich mal ein bisschen Kohle bräuchten. Also Skadi, es war eine sehr ernüchternde Woche mit dir. Ja? Mhm. Warum? Weil wir einfach mega gedroppt sind von unserem Geld her. Ja, aber das liegt doch nicht an mir. Du hast es doch ausgegeben. Ja, du hast ja gesagt, kauf das, kauf das, kauf das. Ging ja schon mit dem Landini los. Ups, ich habe meinen Schwarter verloren. Oh Mann. Ja, Landini war auch das Einzige, wo ich gesagt habe, dass ich den eher nehmen würde. Gekauft hast letztendlich du. Gekauft habe ich den, aber wenn zwei Leute sagen, Landini, was soll ich denn da sagen? Das war ja wie mit den Schafen, da tut mich ja gar nicht mehr in die Brennnesseln setzen. Geht so wieder. Dann wäre ich wieder gemobbt. Wochenlang. Sag, wie sie wieder, da muss ich wieder ins Gespräch auf dem TS. Am Wochenende. Sag, wie sie wieder, pass auf. Ich hoste hier den Server.
meine Regeln. Ja! Und wenn du keinen Bock drauf wir hast. Wollen Schafe. Ja, und wenn du keinen Bock drauf hast, dann mach dein eigenes Projekt. Wie sie setzt dich für die Schafe ein. So ja, wie wir es besprochen also, haben. Nicht einmal vorgekommen. In 9 Jahren habe ich nicht einmal. Also, ne. Nochmal, was hast du in 9 Jahren nicht? Nicht das einmal dir einen Einlauf gegeben wegen irgendeiner Dinge, Alter. Ich fand schon, dass du in den 9 Jahren als ein oder andere mal ziemlich zickig warst. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, okay. Aber. Ja. Aber nett zickig, ne? Ja, unfassbar nett zickig. Also wirklich, also das ist traumhaft nett zickig war er. Katastrophal, kann ich euch sagen. Katastrophal. Ach ja, so, na gut. Aber meine Lieben, wir neigen uns tatsächlich schon wieder dem Ende. Ja, wir haben viel, viel Feldarbeit gemacht, aber dafür sind ja unsere Felder auch da. Wir haben ein fertiges Silo, was wir unbedingt verkaufen müssen, aber wir müssen erstmal unser anderes Silo voll machen, sonst haben wir wieder das Problem mit unserem Förderband, dass uns das Gras raussnackt. Und, was haben wir noch? Wir haben ein neues Feld angelegt. Wir sind am Düngen. Das neue Feld müssen wir noch bestellen und wir kommen langsam Richtung Ernte. Wenn mich nicht alles täuscht, könnte August... Ist im August schon eine Ernte? Nee, oder? Du meinst, wo wir dann keinen Drescher haben? Nein, im August ist auch noch keine Ernte tatsächlich. Der Clip ist da. Ach, so ein Käse. Ganz ehrlich, guck mal, wir haben 144.000 Euro an Holzgütern rumliegen. 144.000 Euro, wenn wir alles, was wir besitzen, verkaufen würden. Okay. Silage 44.000, Erdbeeren 40.000, Bretter 7.000, 13.000 leere Bretter, 16.000 Fertigwände, Holzbalken 13.000. Also wir haben so viel Geld rumliegen. Oh! Wie ist sie? Das Sägewerk ist leer. Oh. Warum kümmerst du dich nicht um deine Aufgabenbereiche? Bestimmt durch Spulen, ne? Da müssen wir definitiv Sägewerk füllen. Ja gut, aber das sind wir erstmal fertig. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Mittwoch im Stream immer. Um 19:30 Uhr rum geht's los. Kommt gern vorbei. Live auf Twitch. Kanäle sind in der Videobeschreibung. Schaut gern bei den anderen vorbei. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüssi.